Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Hier ist wieder euer Leon und wir sind jetzt gerade in der Pyramide, haben uns irgendwie verlaufen und ich habe auch noch irgendwie keinen Bock in das Teleporter-Ding reinzugehen, sondern ich will erstmal vorher alle Monster versuchen zu killen, denn vielleicht kommen wir so irgendwie weiter oder vielleicht ist hier irgendwo noch ein anderer Teleporter, wo wir eventuell hinkommen können. Warum leckt denn das jetzt gerade so scheiße? Da steht nämlich auch noch ein Goblin. Ja, hier ist der einzige Geheimweg eigentlich. Wir kommen nicht weiter so weit. Ja, okay, ich glaube, ich muss dann wohl irgendwie wieder zurück durch den Teleporter. Naja, werden wir das auf jeden Fall mal tun. Aber ich habe keinen Bock auf Goblins. Ich hau ab, die sind mir zu stark. So. Wir machen uns einfach auf den Weg weiter zu Hector Lector, beziehungsweise wir erforschen noch dieses Flussbett hier. Lauf, Junge, lauf! Ja, wie kommen wir denn noch nicht weiter hier in der Pyramide? Ah, was ist denn hier noch so? Außer einem Spinnenangriff. Verschwinde Spinne. Okay, das sind nur irgendwie wilde Felsen und irgendwas Blaues. Aber nichts Interessantes für uns. Okay. Aber ich muss. Ach du Scheiße, wo kommt der jetzt her? Ja, Huni, du musst auch treffen, Kollege. Schnell wieder weg zu Hector Lectors Camp. Leute, es ist gerade wirklich eklig am Ruckeln. Ich werde das dann kurz beheben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, das Geruckel hat jetzt irgendwie nicht aufgehört. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade Sache ist. Aber solange es nicht zu extrem wird, können wir weitermachen. Was ist denn hier? Egal. Springen wir einfach mal runter, toll. Okay. Wow. Wir fliegen. Au. Das tat weh. Direkt auf dem Felsen aufgeschlagen. Hallo? Wo sind wir hier? Okay. Wow, was ist das denn für ein Blitz? Müssen wir uns heute mal irgendwie erforschen. Okay, sofort erstmal einen Teleporter rein. Auch nicht schlecht. Nee, nicht diese scheiß Fliegelinge. Die mag ich mal überhaupt nicht. Bumm. Also, ja, der Schaden ist echt schon richtig gut geworden mit denen. Wo geht's denn hier lang? Schon wieder so ein Ding. Na. Ah, ein Teleporter, ein Goblin. Und die beeil dich. Also das Level hier ist auch echt vor allen Dingen irgendwie ein Problem, weil wir sehen ja rein gar nichts, weil ja alles zu dunkel ist. Aber hier geht es anscheinend irgendwo lang. Wo lang auch immer, ich habe keine Ahnung. Ach, Schande, ey, die Goblins nerven echt. Okay, hier ist ein Weg, da können wir jetzt mal lang gehen. Hier ist auch ein Weg. Hundi, hast du auch irgendwas geschnüffelt, oder? Ist jetzt doch nichts mehr? Nö, anscheinend nicht. Also ich weiß ja nicht, ob das hier, es blitzt irgendwie so richtig komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Wo geht's hier überhaupt lang? Goblin! Au! Ach, das sind doch echt scheiß Dinger hier. Stirb, Goblins! So. Ihr beide auch. Ach, da kommt schon wieder ein Dritter. Das gibt's doch nicht. Au! Hier ist aber irgendwo ein Teleporter. Jawohl, da. Werde ich gleich mal reinspringen. Das sieht doch schon sehr gut hier irgendwie aus. Irgendwie eine Maus. Ein Weg. Erstmal einen Teleporter nach, was da ist. Vielleicht kommen wir da noch irgendwo nass hin.
wie so ein riesengroßes Labyrinth hier irgendwie. Okay, wo sind wir denn hier? Hier geht's auch nochmal lang. Hier geht's auch lang. Hä? Ah, ich glaube, das ist irgendwie so eine Verarsche oder sowas. Jetzt geht ja noch freiwillig in den Teleporter rein. Ja, bestimmt ist das so eine Verarsche. Also, ich werde mal weg hier unten irgendwo weiter vorschlagen. Ist auch wieder ein Teleporter. Ja, ich weiß, ich habe mich ja schon. Ach, Schande, ist das zum Kotzen hier mit dem Laggen, ey. Ich werde mich jetzt noch eben kurz heilen. Und dann werde ich das mal nochmal nachgucken. Einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. So, Leute, da bin ich wieder. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie behoben worden. Also, das mit dem Lag ist jetzt schon soweit okay. Aber irgendwas stimmt ja echt nicht mit dem Bild. Also, es flackert irgendwie immer rot. Ach nein, rot. Ich meine weiß. Das ist echt komisch. Und der Weg ist zum Kotzen hier. Ich würde bestimmt sagen, ja, macht doch die Kreaturen einfach hier kaputt oder sowas. Aber ja, da würde ich gerne, wenn die sind einfach zu schnell. Und von daher lohnt sich das nicht für mich, hier noch zu kämpfen. Vor allem ist es einfach schon zu dunkel. Und hier überhaupt noch da irgendwie die Monster rechtzeitig sehen zu können oder überhaupt den richtigen Weg zu finden, ist schon sehr anspruchsvoll. Es ist wirklich richtig scheiße hier. Okay, jetzt sind wir schon wieder hier gelandet. Ach, das gibt's doch nicht. Mäuse. Mein Gott. Lauf doch ruhig da rein, ist doch kein Problem. Mann, Mann, Mann. Komm, Gummi, verbiss dich. Ach du Scheiße, ey. Also, das Let's Play heute fängt schon wieder echt gut an. Ich glaube, das ist echt so eine Rache dafür, dass ich heute nicht rausgekommen bin. Wir hatten echt 30 Grad, beziehungsweise wir haben 30 Grad und ich gehe nicht raus, sondern ich Let's Play lieber. Weil draußen in der Hitze ist mir echt ein bisschen zu scheiße. Ich mag lieber den Winter, wenn es so schön früh dunkel wird und echt mag es lieber kälter sein, zieht man sich ein bisschen wärmer an. Beim Sommer kann man sich nicht kälter anziehen, sondern entweder läuft man nackig rum oder ja, man hat irgendwie so oder so die Arschkarte. Größtenteils. Vor allem das schockt viel mehr, finde ich eigentlich im Winter, wenn so richtig schön am Stürmen und Gewittern ist und man so gerade so ein fettes Horror-Game zockt. Also, das würde ich glaube ich schon eher bevorzugen, anstatt irgendwie, wenn die Sonne scheint und 30 Grad heiß ist und der Schweiß schon in die Arschritze runterläuft. Also, da hat man schon echt einen Vorteil. Na und komm, mach hin jetzt da. Wir sind gleich tot, das ist so eine Scheiße mit den Heilen. So, die Goblins sind im Arsch. Ich habe aber leider keine Ahnung, wo wir überhaupt hier gerade sind. Denn hier sind so viele zigtausende von Wegen. Nee, ich habe gerade mal keinen Bock. Verschwinde. Da leuchtet auch irgendwie was, da kommen wir aber irgendwie nicht hin. Hier ist auch irgendwie was. Nein, hier ist gar nichts, nur ein Weg. Oh Mann. Also ich schätze, wir müssen auf jeden Fall hier mit dem Teleporter rein. So. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Ey, der Christ hat Kotzen, ey. Du kannst doch niemals diese Scheißviecher im Dunkeln sehen hier. Scheiß Mistköder, ey. Alles zum Kotzen hier. Was ist das? Blätter haben wir noch. Drei Stück. Gut, dann probiere ich mir die drei Blätter mal rein. Noch eins. Oh, was haben wir hier gefunden? 70 Juwelen. Oh! Juwelen. 70 Juwelen. Haben wir nicht irgendwie eine andere Währung gehabt oder sowas? Ah, nee. Juwelen und 3. Boah, wir haben schon 40.000. Das ist schon echt sick. Komm, Muni. Wir gehen jetzt erstmal so hier weiter. Ohne den scheiß Teleporter zu gehen. Nein, ich gehe natürlich wieder rein. Mann, 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 ey, das kannst du doch irgendwo nicht sein. Komm, jetzt gehen wir nicht in den scheiß Ding. Aber ich finde das echt irgendwie blöd gemacht. Da oben ist ein Teleporter und hier. Das ist echt bescheuert. Verpiss dich, du kleiner Goblin, du alter Sacklutscher. Komm, auch rein da. Verschwinde.
Was ging da? Ging da noch ein Weg rechts rein? Nein. Müssen wir uns mal hier weiter angucken. So. Klar! Ist kein Problem. Also da soll mir einer sagen, dass Killerspiele aggressiv machen. Also ich krieg hier schon die Pimpernellen irgendwie. Nur bei dem Scheiß hier, weil wir überhaupt nicht sehen können, weil es dunkel ist und... Ja. Nein. Oh, Mann, 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 ey. Ja, was ist heute nur los hier? Ich kann es mir echt nicht erklären. Ich laufe auch irgendwie im Kreis, habe ich das Gefühl. Wie kommt man denn hier hin? Ja, Leute, meine Zeit ist schon wieder leider auch abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, wenn es heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.